Hey, schön, dass ihr da seid. Heute zeigen wir euch neue Mangas von Kaizen Manga und Hayabusa. Heute bei der Kasse. Genau, fangen wir mal direkt mit Hayabusa an, oder? Ja, lass uns. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, wie viele Bände was hat, aber vielleicht weiß Zhao es, ja? Einmal der interessant klingende Fuller. Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben haben. Mit drei Bänden abgeschlossen. Genau, kannst du schon was von der Story erzählen? Schon reingelesen? Nee, noch nicht. Das geht auf jeden Fall um den 10-jährigen Jinsuke, der mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung lebt. Und die haben eine geheimnisvolle Nachbarin, die aber in Wirklichkeit eine professionelle Auskarträgerin ist. Interessiert mich sehr, werde ich mir auf jeden Fall holen. So, dann Peter Quill mit großen Glockenstößer. Jetzt die Glocken. Da Glocken. Nummer 7. Dann Boys Love mit Megumi und Tsugumi Alpha Tier vs. Hitzkopf. Nummer 3. Dann wird Gender of Mona Lisa. Für welche Freund wird er entscheiden? Männlich oder weiblich? Welches Geschlecht wird er annehmen? Und dieses Türkisch ist in der Erstauflage. Dann gibt es Midnight Jealousy Sex. Gibt es ja schon andere Midnight Sex Bände. Diesmal ja. Jealousy. Und ein Neustart mit The Beast Must Die. Es ist so, ja, wie kann man es beschreiben? Kennst du so Menschenjagdmäßig? Kann sein. Vorher gibt es eine Vergewaltigung. Also das ist ungefähr Menschen, die Story. Sind wir ein Hunter? So, wen Hunter, also Jäger. Ja, genau. Okay. Genau, auf jeden Fall wird. Genau, ein Junge schleust sich ein, um herauszufinden, wer seine Schwester ermordet hat. Genau, und ist auch mit sehr viel unzensiertem Sex, also nichts für Zhao. Da siehst du schon extrem viele Penisse. Okay, dann lass und sehr teilweise brutale und harte Sex. Also, ich habe gesagt, ab 18 lasse ich das sein. So, bei was wahrscheinlich eher was für Zhao ist Comedy. Das interessiert mich auch vom Aussehen. Ich habe gesehen, dass es in Farbseite ist. Also ja, genau, Farbseiten. Leider haben wir es nicht offen und die Story hinten sagt mir auch nicht viel, aber es geht wohl irgendwie um Slice of Life mit Comedies und diesen Boys. Genau, wie viele Bände? Weiß ich noch nicht. Band 1. Genau, das ist auf jeden Fall Hayabusa. Das waren die 7 Typen Hayabusa. Ja, das waren die 7 Typen Hayabusa. Wollen wir jetzt nahtlos mit Carlson weitermachen? Ja, danach die Highlights. So, dann nehmen wir Wanted, das ist die Neuauflage mit Goldverzierung. Richtig, schon mal nice. Vor, wann war das, 15 Jahren? Die ersten kamen ja in der Banzai raus, The Woman's Dawn. Ja. Genau. Und jetzt ist es verfügbar. Genau, nochmal als Sammelband jetzt zum 100. Also ich finde es genial, es gibt 5 Mini-Stories. Und alle haben ihm gefallen, auf jeden Fall. So, dann gibt's natürlich den Sammelschuber. Genau. Leer oder komplett? Es gibt den in beides. Da passen eigentlich auch die alten rein, aber ich habe einige Bilder gesehen, dass die da nicht ganz so reinpassen. Ich weiß nicht, ob das Papier dicker war oder nicht. Das habe ich jetzt das nicht herausgefunden. Auf jeden Fall waren unterschiedliche Logos auf dem Bild, was ich gesehen habe. Also die aktuellen passen auf jeden Fall alle rein mit diesem Logo. Die alten muss man mal gucken. Ich werde auch ein Video darüber machen, warum, weshalb das genau. So ist. Genau, ich finde das ganz schick hier. Das ist ja die Verzierung. Die englischen Bände sind so Kunstleder. Okay, auch in diesem Format. Das sieht ein bisschen schicker aus als das. Aber hier sind die immerhin drauf. Genau, und Band 100 gibt es auch noch, den ich euch gerade nicht zeigen kann. Aber ach so, hast du nicht dabei? Nee, ist schon verkauft. Wir nehmen das ein bisschen später auf, als die rauskam. Und das Wochenende war wieder brechen. Da gab es auf jeden Fall ein Shikinshi in der Erstauflage. Genau. Einmal auf Japanisch und auch mal auf Deutsch. Da bedankt er sich und dass er 23 Jahre das durchgemacht hat und so weiter. So, was auch noch gibt, ist Triage X22. Und Love Story nicht tot zu kriegen. Da wird wahrscheinlich auch irgendwann die 100 kommen, hundertprozentig. Ja, so, das dauert noch. Das dauert noch. Oh ja, hier, nehmen wir ein Klassiker. Gab's damals schon und jetzt in der Neuauflage. Und zwar die Geschichte der drei Adolfs. Kannst du was für eine Story erzählen? Nee, bisher geht auf jeden Fall wahrscheinlich um. Man kann sich es gibt drei Adolfs auf jeden Fall. Genau, Schicksal, drei Männer mit dem Vornamen. Und die haben dasselbe Schicksal anscheinend. Habe ich das irgendwie so kurz gelesen? Okay, ich dachte, du hast sie schon gelesen. Nein. Okay. So, kommen wir zu The Killer Inside Band 5. Noch ein Band. Jeder Manga hat immer ganz viele Twists und Wendungen. Ich liebe es. Nee, ich habe nicht nur ein Band. Der ist, glaube ich, der geht noch weiter. Ich glaube, mit 11 Bänden abgeschlossen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Egal, wir werden es erfahren. Weil es wurde kommentiert und dann sagte, dass es nicht mit 6, sondern mit 11. Eden Zero Nummer 14. 14. So, das Highlight für viele wahrscheinlich. Tokyo Revengers Band 1. Erscheint in Deutschland in Doppelbänden, damit wir nicht so lange warten müssen. Kostet 8 Euro.
Ach, der doch. Erste. Danach kostet die, glaube ich, 10 Euro. Oder 12 Euro. 10 oder 12, eins von beiden. 12 Euro auf jeden Fall. Genau, und der erste kostet ab dem 1.11. 12 Euro. Und dann ab dem zweiten 12 Euro. 12 genau. Euro. So, dann gibt es Comedy, Couple of Cuckoos, Nummer 3. So, dann hätten wir als nächstes IP, The Soul Sender, Nummer 4, Fantasy. Weekly Shonen Hitman, Nummer 9. So weit schon, wow. Ja, ich sogar das Genre Special steht hinten drauf. Kommt auch selten heutzutage vor. Comedy und wahrscheinlich... Ist auch abgeschlossen. Abschlussbahn, ja. Wahl, Hochzeit, wie immer, gespoilert. So, Band 18. So, Blue Giant, Nummer 3. 3, dann gibt es hier was ganz Neues von einem Mangaka, was wir auch kennen. Genau, hier sind viele gute Mangas, aber das ist mein Highlight, ehrlich gesagt. Okay. So, es ist Henkai Pan. Genau, so sieht das Ganze aus. Ist halt gewöhnungsbedürftig. Ist nicht für jedermann, ja, aber mir gefällt es total. Deswegen. Da gibt es zwei Titel bei Kai's Manga. Und das ist der dritte Titel. Ja, das ist der dritte. Und es werden noch weitere kommen. Und zu guter Letzt, was ganz und Besonderes. Was haben, ganz Fettes. Haben bin sie unsicher auf meine viermal verschoben und jetzt ist es da. Ich bin unsicher, ob meine englische Variante auch so dick ist, weil die ist echt enorm dick. Das richtig, richtig schon, dick. Mein Gott. Ich kann mich hier erinnern. Ich muss mal gucken, ob das Papier vielleicht dicker, dicker ist als die anderen so. Bänder. So, auf jeden Fall Tomy Deluxe Ausgabe. Tomy hat ja wie viele Verfilmungen? Ich glaube 8 Verfilmungen oder so. Unglaublich viele. Wie verfilmen Filme? Natürlich. Filme? Natürlich. Okay. Hat schon in den 90ern begonnen. Vergiss nicht, wie alt das Ding ist. Okay, da, ja, da wusste ich nichts von. So viele Verfilmungen wie Wing, glaube ich, ungefähr. Da wusste ich nichts von, ja. So, aber ja, 34 Euro für das fette Ding. Holt ihr euch, wenn ihr auf Horror steht. Gehört in jede da gute Manga-Bibliothek. Da habe ich lange drauf gewartet, dass es auch erscheint. Genau, okay. So, jetzt kommen unsere Highlights. Unsere Highlights. Oder? So, einmal, nicht mal meine. So, Frau Suzuki, freue ich mich richtig drauf. Sieht richtig gut aus. Dann natürlich Tomy, auch wenn ich die schon auf Englisch habe. So, Henkai Pen, Blue Giant, The Killer Inside und ja, ich habe gerade geguckt, 11 Bänder. Ist richtig. Aber irgendwo auch mal 5 gelesen aus Versehen. 11 Bänder, ja. War vielleicht ein Fehldruck oder so. Ich überlege immer noch One Piece anzufangen, aber ich habe keinen Platz. Kennst du das? Wenn du keinen Platz hast? Ja. Platz und Geld. Das heißt, du hast keinen einzigen Band von One Piece oder? Nee, ich habe keinen einzigen Band davon. Also, der. Band 100 ist ja so gesehen limitiert. Also wenn du den nicht holst, dann kannst du warten, bis du das bekommst in der ersten Auflage. Ja gut, da brauchen wir die erste Auflage. Ja, wenn Egal, aber es geht, ich habe halt keine Zeit und ich habe keinen Platz. Oh. Die typischen Manga-Bücher, oder? Kenne ich mittlerweile schon, dass ich keinen Platz mehr habe. So, genau, ich glaube, das waren soweit meine... Ja, hier nehmen wir noch für Beast Must Die. Hm. Ich finde ja immer noch, der Mann ist unglücklich hingefallen und muss sein Hemd aufknöpfen, damit er besser atmen kann, oder? Kennst du auch die Situation? Wahrscheinlich. Und 6 Männer helfen dir, dass du wieder aufstehen kannst. Jeder kennt das. So, das war meine Highlight. Und bei dir? Hast du den schon gehabt? Ja, natürlich, den habe ich. Okay, bei mir ist auf jeden Fall gesucht. Boah, als ich den gelesen habe. Du hast den gesucht und gefunden, oder? Ja, und gefunden. Für mich selber. Hier gibt es, wie gesagt, 4 Ministories und ich kann euch das Ganze empfehlen. Was mir am meisten gefallen hat, ist Kapitel 3. Da geht es um einen Metroid, da wird dieser Metroid in den Center eingeschlagen und er versucht die Leute halt zu überreden, ey Leute, geht da raus und so weiter und so fort. Die glauben einfach nicht, dass das passieren wird und dann gibt es einen Plan B. Das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr das dann liest. So, dann habe ich auch hier Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben, Band 1. Da werde ich mal reinlesen. Ist auch ziemlich gut. Ja, ist ja für mich nichts Neues, Adolf. Ja, habe ich schon gekauft, aber ich finde es halt in der Neuauflage ziemlich schick. Muss man haben, wenn man zu Tezuka Fan ist. Blue Giant. Blue Giant, genau, ist die erste Serie. Genau, Blue Giant. Und was war noch? Auf jeden Fall Tomy. Boah, wie lange habe ich darauf gewartet, dass es jetzt da ist? Ich habe schon die brasilianische Edition, aber bin gespannt, wie es bei der deutschen Ausgabe aussieht. Was gibt's da noch so Schönes? Tokyo Revenger. Da habe ich auch einen gelesen. Beim ersten Kapitel gab es irgendwie Schlägerei, dass der im anderen Körper geschlüpft ist. Also der war in einem anderen Körper, ist gestorben und ist dann
woanders im anderen Körper gewesen. Genau. Das sind die zwei, beide Personen. Einmal das hier. Also, wenn er dann stirbt, landet er in diesem einen Körper anscheinend. So, was gibt es hier noch so Schönes? Na, solltest du noch was? Leider nichts. So, aber ich habe noch was. Ich habe noch drei Mangas in unseren Abo-Fächern. Ja, ihr könnt ja ein Abo-Fach machen, dann wird das reserviert. Wie zum Beispiel der seltene One Piece 100. Kriegt man hier in sein Abo-Fach. Der ist auf jeden Fall da. Der geht auch gleich wieder in das Fach, in der Angel. Vigilante 11 und Food Basket in der Pearl. Oh, nicht zu vergessen. Und weil wir so lange gebraucht haben, kann ich euch noch sagen, was vergriffen ist. Was ist denn vergriffen? Was ist denn vergriffen? Tempest Curse 1 bis 3, aber auch nur, weil jetzt ein Komplettpaket gibt. Skull Party 1 bis 4 gibt es auch als Komplettpaket. Schattenarie 1 und 2 auch als Komplettpaket. Warum ihr fragt, warum zeigen wir das nicht? Weil wir die einfach nicht mehr da haben. Lupus in Fabula 1 bis 3 gibt es auch als Komplettpaket. Dann gibt's noch. Genau, das waren die Komplettpakete. Attack on Titan 34 plus Lehrschuber ist verschoben und wird wahrscheinlich nachgedruckt. Also kauft ihn euch, wenn ihr ihn irgendwo seht. Attack on Titan Charakter Guide. Der wird als Neuauflage kaufen. Achso, das, was du jetzt sagst, wird nicht mal nachgedruckt? Genau, ich habe vergriffene Titel gesagt. Food War 36 plus Lehrschuber. Vergriffen. Und Little Witch Academia Band 3. Achso. Plus Lehrschuber ist auch nicht mehr da. Aber kommt wahrscheinlich irgendwann nach. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Lehrschuber glaube ich nicht mehr. Also das ist wahrscheinlich nicht. Und Stille Wasser, falls du den Titel kennst, der ist auch nicht mehr lieferbar. Sag mir nichts. Wahrscheinlich einen koreanischen Titel. Ah, ist schon japanisch. Ist schon japanisch. Koreanisch. Ja. Genau, und die anderen Sachen wie andere Comics, und das finde ich ja nicht. Also, ja. Machen wir die E-Mail mal zu. Genau, und was gibt es Neues? Also irgendwann nächste Woche. Ja, die nächsten Verlage ist ja ganz klar. Ich guck mal kurz auf das Datum, damit ich die besser im Kopf habe. Ja, ab nächste Woche Donnerstag, Freitag, ich schätze mal Freitag, weil die Mangas immer dann Freitag kommt kommen. Alles auf einmal, wie immer. Kase, Eggman kommt immer ein bisschen später, Manga-Kult und, ja doch, die drei. Ja. Genau, die drei kommen. Können wir spoilern, was da Cooles kommt? Irgendwas war da, irgendwas ganz Cooles. Ja, Yaiba, Yaiba, bei Eggman Manga, Band 1, ist ja vom selben Zeichner von Detective Conan. Ach so, ja, aber das kommt ja meistens... Das kommt erst in 2 Wochen wahrscheinlich. Okay. Das kommt ein bisschen später. Aber egal, wir werden auch viele tolle, geile Sachen zeigen. So, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu klicken. Und dann sehen wir uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Peace.